Wenn wir doch schon über den Valentinstag reden, das ist doch Liebe, oder? Wenn man so per Zufall Partner-Look hat mit mir. Stimmt. Jetzt, was du sagst. Nein. Aber das Liebli habe ich gekauft, von dem her, der Kilian kann weniger. Ich weiß es nicht, ob auf das kannst stolz sein, oder? Ja gut, ich habe es immerhin verkleckert vorher beim Essen, das T-Shirt. Von dem her, ich werde es bald wechseln und dann sind wir nicht mehr im Partner-Look unterwegs. Also sind doch so kleine, herzige Zeichen. Zeichen der Liebe, Zeichen oder? Zeichen der Liebe. Oh, ist das wieder zum... Oh. Wunderschönen guten Morgen aus Fuerteventura! Fuerteventura! Wir sind angekommen in Fuerteventura und hier ist es im Fall echt noch recht warm. Genau, 4 Flugstunden vom Schnee in der Schweiz. Hier nach Fuerteventura in der Nähe von Afrika sind ja, wir ja wirklich. Also wir sind glaube ich irgendwie 100 Kilometer von Afrika entfernt, also recht cool. Genau, und hier starten wir das Video und nehmen euch mit auf die Insel. Los geht's! Es ist wieder Februar und das ist doch die Zeit vom Valentinstag, das heisst die Zeit von der Romantik. Und darum habe ich jetzt eine super tolle Idee. Wir stehen hier nämlich mitten in der Sanddüne von Fuerteventura. Was hast du vor? Und jetzt machen wir etwas ganz Romantisches. Am Valentinstag tut man doch normalerweise so im Februar in Schnee schreiben und so ein Herzchen reinmachen. Oh, und dann so Saturday nein, and Sunday in love forever. So etwas will ich. Ich will, dass du mir das nein, machst. Nein, das ist wieder kitschig. Komm jetzt. Ey. Ach komm, das ist doch eine gute Idee. Schatz, wenn kitschig, dann haben wir einen Valentinstag. Jetzt komm doch an. Nein! Er tut so blöd im Fall an. Ich weiß auch nicht wieso. Dann müssen die einen wieder kotzen von lauter Liebe. Okay, wir machen es so. Kotzen von lauter Liebe, spinnst du? Okay, nein. Schau jetzt, was ich für einen tollen Mann habe. Was macht er? Hä? Romantik pur. Ich habe mega Schiss, dass ich einen Schreibfehler mache. So Sunday mit H schreiben oder so. Pass dich auf. Ich weiss jetzt nicht recht, ob das Stativ für das geeignet ist. Zum doch, da das ist hervorragend geeignet. Was kannst du nicht? Ein Herzzeichen. Ich konnte noch nie ein Herz zeichnen. Ja, jetzt probier es für mich. Mein erster Liebesbrief. Dann kannst du drauf als Herz drauf gehen. Ja, jetzt so, darfst du aber nicht versauen. Das ist ein Projekt von der Kindheit noch. Ich habe nie ein Herz gezeichnet. Hast du als Kind schon einen Liebesbrief geschrieben? Sicher. Was bist du für ein Gigolo, ey? Tada! Ist das schön? Ist das ein schönes Herz? Ja! Wow! Das ist voll schön! Jetzt machen wir noch so einen Pfeil durch, oder? Nein, jetzt übertreibst du es. Kein Pfeil. Das wunderschöne Herz hier ist so alles an Romantik, die am heutigen Tag Platz hat. 2 Minuten haben wir investiert für Liebe. So zum Thema Valentinstag. Genau, weil eigentlich sind wir hier in Fuerteventura, um ein Video zu produzieren für den YouTube-Kanal von Hotelplan. Das gibt ein mega geiles Video, wir müssen dann unbedingt vorbeischauen. Wir zeigen euch sicher auch ein paar Sachen hier bei uns auf dem Channel. Aber das Wesentliche sehen wir dann auf dem Hotelplan YouTube-Kanal. Es ist nämlich eine recht geile Destination. Genau, und ich wieder zu viel haben. Ich komme einfach nicht zu Wort, aber das ist okay. Es ist schon der Tag der Liebe. Und darum schenke ich dir die paar Minuten mit der Kamera. Oh. Nein, die Insel ist, es ist schwer, gell, Kamera? Ich nehme dir auch das ab. Es ist so der Tag der Liebe. Da muss man doch so das eine oder andere miteinander machen. Wenn es schon keine Blumengeschäfte in der Nähe hat. Genau, das hat es nicht. Uns, ganz ehrlich, bedeutet der Valentinstag jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Wir haben uns, glaube ich, noch nie. Also, wir sind jetzt seit 8 Jahren zusammen. Seit 8 Jahren sind wir zusammen, seit 2 Jahren verheiratet. Und ich glaube, ich habe noch nie etwas bekommen zum Valentinstag. Wow, ist das jetzt ein Vorwurf? So, ich glaube, das ist es mit den Sanddünen. Ich habe ehrlich gesagt mehr Sand in den Schuhen, als ich brauche.
um einen Sandkasten zu bauen daheim. Also ich habe ehrlich gesagt, Sand bis in die Unterhose. Genau, es steckt überall. Darum gehen wir jetzt weiter, die Insel hat nämlich noch einiges zu bieten. Und weiter geht's. Das ist unser Valentinstag. Wir sind eigentlich sozusagen live dabei. Ein bisschen zeitversetzt, wenn wir das wahrscheinlich veröffentlichen. Genau. Aber ja, wir reden über Beziehung. Nicht so mein Thema. Nein, der Kilian tut sich richtig schwer. Darum redet er wahrscheinlich dann noch ein bisschen darüber, was wir sonst so im Alltag machen. Ich rede einfach über anderes Zeug. Das zeige ich die Inseln. Also so zu einem gewissen Maß, was wir so den ganzen Tag machen. Und ich gebe ein bisschen meinen Senf zum Thema Beziehung ab. Das nenne ich doch mal Arbeitsteilung. Das ist doch mal Teamwork, oder? Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wie es muss funktionieren in einer Beziehung. Genau, jeder muss seinen Bereich haben, weil sonst genau. Knallt es. Weil wir sind so grundverschieden. Wir sind so krass verschieden. Aber irgendwie... Irgendwie funktioniert es trotzdem. Fuerteventura ist ja eigentlich der perfekte Ort, um über Beziehung zu reden. Findest du den? Ja, weil so viele nackte Menschen rumlaufen, oder was? Ich habe noch nie so viel FKK gesehen wie du in Fuerteventura. Nein, ich mein wegen dem Namen, weil sich die Leute einfach nicht einig sind, was jetzt Fuerteventura wirklich bedeutet und für was das Fuerteventura steht. Genau, ob jetzt starker Wind, ein grosses Abenteuer oder was haben wir noch gesagt? Ein starkes Glück. Also je nachdem, genau, die einzige Einigkeit besteht über Fuerte, also stark. Und, so ist es glaube ich bei uns auch. Da haben wir auch irgendwie so eine kleine Gemeinsamkeit finden, wo wir sagen, oh, wir lieben uns ja mega, weil eigentlich sind wir uns immer grundsätzlich völlig verschiedener Meinung. Genau, aber immerhin haben wir die Einigkeit, dass wir uns über das stark Fuerte einig sind. Absolut. Ich glaube, in einer Beziehung ist es auch ziemlich wichtig, dass man ein bisschen selbstkritisch sein kann. Darum bin ich jetzt mal selbstkritisch, oder? Ich glaube, ich kann aus einer kleinen Mucke einen ziemlichen Elefant machen. Ein Elefant ist gut. Ein Dinosaurier, ein T-Rex. Oder hat das grösste Viech geheißen mit dem langen Hals. So einen kann sie machen. Aus einer Fruchtfliege. So die kleinsten, die es so gibt, so die ekligen. Ja, ich bin halt ein emotionaler Mensch. Ein Mietauto ist eigentlich perfekt, um die Insel zu erkunden. Die ist etwa 100 km lang. Von dem her gut machbar, wenn man ein paar Tage hier in Fuerteventura ist. Und jetzt geht es weiter. Also wenn El Cotillo ja schon ein Fischerdörfli ist, dann machen wir etwas mit Fisch. Gehen wir fischen? Nein, ich glaube, wir können Fisch essen, oder? Wir können es essen. Wir sind nicht so gut im Fangen, darum essen wir sie einfach. Genau. Es gibt ja andere, die das gut können. Da. Ab ins Resti! Jetzt ist sie doch noch rausgekommen, die Sonne, und die kann so richtig heiß werden, auch im Februar. Es fühlt sich an wie 30 Grad mindestens. Aber also wirklich? Wir sind viel zu warm angezogen. Aber das ist glaube ich das perfekte Wetter, um euch endlich die wunderschönen Strände von Fuerteventura zu zeigen. Darum gehen wir jetzt ab an den Strand! Also genauso vielseitig wie die Insel sonst ist, ist auch der Sand auf dieser Insel. Hier, wie ihr seht, wir sitzen gerade mitten in schwarzem Sand. Das ist irgendwie auch eine mega crazy Erfahrung. Im Sommer, glaube ich, viel zu heiß. Also mein weißer Sand wird ja schon so heiß, dass man nur drauf laufen kann. Wie ist das denn mit schwarzem Sand? Aber das ist doch der perfekte Ort, zum ein bisschen Valentinstag-Feeling haben. We'll be right back.
Ich glaube, wir haben uns schon ein paar Mal entschuldigt, dass wir irgendeinen Ortsnamen falsch aussprechen. Jetzt haben wir mittlerweile eine gute Taktik gefunden. Genau, die können wir vielleicht mal teilen, den Tipp. Wir gehen immer zu Locals an und fragen sie, wie man das ausspricht. Auf Spanisch sagt man dann «Como se llama?» Aquí esto, keine Ahnung, wie man Ort sagt. Ja, aber die verstehen uns dann meistens. Und dann ist es immer so, sie sagen den Ortsnamen und wir probieren es etwa 20 Mal und sie sagen nein. Ein bisschen anders. Und dann irgendwann haben wir es dann kapiert. Also die Loredana, ich immer noch nicht. Ah, ja, genau. Und sie sagt dann. Aber irgendwann hat man es dann wieder vergessen, darum muss man es dann auch ganz schnell aufnehmen, weil es uns auch nur präsent ist. Genau, wie heisst zum Beispiel jetzt der Ort, wo wir hier gerade sind? Ich weiss schon wieder nur. Ajojo. Nein, Ajuya. Das ist übrigens der schwarze Sandstrand von Ajuya, also Playa de Ajuya. Okay, das, was ich den Ortsnamen noch gewusst hätte, hätte das so tönt. Wir sind hier gerade am Playa de Ajuy, ein schwarzer Sandstrand. Richtig beeindruckend für uns, ein Massi hier in Fuerteventura. Wir sind angekommen in Corralejo, ein ehemaliges Fischerdörfli. Aber das gehört, glaube ich, vergangenen Zeiten an. Hier steppt und tanzt der Bar. Mittlerweile kann man Glasse kaufen, man kann in die Bar gehen, man kann fein essen. Also eine richtige Stadt, die pulsiert. Der Valentinstag ist ein Haufen Arbeit. Nicht nur für Läden und Floristen, sondern auch, weil es uns erinnert, dass eine Beziehung auch viel Arbeit kann sein, dass man halt Zeit muss investieren und auch viel Geduld, vor allem, wenn der Mann der Kilian ist. Hey, so. Hey, das ist verdammt fies. Ja, du hast gesagt, ich soll dir etwas sagen. Ich komme mir doch nicht hin. Sie hängt das Schild auf. Ist gut. Ja. Musst du eigentlich überall Drohnen fliegen? Ja, weil es cool ist, wenn wir Drohnen in die Luft werfen. Respektive fliegen lassen. Dann müssen wir nicht so viele Stimmungsaufnahmen sonst in der Stadt machen. Weil wenn ihr von oben einmal die Stadt gesehen habt, dann kennen ihr sie. Und wir auch. Wir können ohne schlechtes Gewissen gehen, Sangria oder trinken oder eine Glasse essen. Von dem her, Drohne übernimmt unseren Job. Der Gerät übernimmt den Job. Der Gerät arbeitet schweißfrei. Der Gerät ist schneller in der Luft. Jetzt sagen wir Tschüss, dass ihr es seht. Wir tun noch ein bisschen Sünneln. Ja, ich glaube, viel mehr als Sünneln machen wir heute sowieso nicht. Darum macht es Sinn, dass wir uns jetzt verabschieden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Machen Sie gut. Machen Sie gut. Tschüss miteinander. Tschüss zusammen. Also wenn man so durch die Kraterlandschaft läuft. Krater, nicht Kroater. Kroater, weil Kroatien, oder? Wenn man so durch die... Yes? Krater. Wenn man so durch die Kraterlandschaft läuft und der Verschwörungstheoretiker glaubt, dass die Amerikaner nie auf dem Mond gewesen sind, sondern hier das noch gedreht haben, dann ist das tatsächlich, glaube ich, hier passiert, in Fuerteventura. Absolut geeigneter Ort für Mond. Genau, so Fake. Filmdarstellungen. Weil es sieht wirklich aus, als wären wir irgendwo auf dem Mond gelandet. Nein, Mond ist zwar weiss, oder? Nein, dann wäre es gleich der Mars. Ich weiss nicht, wie der Mond aussieht. Ich glaube, der Mond ist weiss und der Mars ist so orange, rötlich. Okay, es ist einfach irgendein Planet, aber es ist nicht Mutter Erde.